So, erstmal hallo und herzlich willkommen beim Reparaturvideo vom C150 Fehler. Ich wollte einmal jetzt mit euch die ganzen Schritte einmal durchgehen, was mit diesem Gerät hier los ist. Ich wollte euch mal zeigen, wo der Fehler herkommt und wie man den reparieren kann und was ihr letztendlich machen müsst, um auch dort zum Erfolg zu kommen. Wir schalten mal das Gerät hier an. Und es müsste im Prinzip gleich im Display der Fehler C150 drinstehen. So, wie kommt es denn zu diesem Fehler? Gibt es mehrere Ursachen? Einmal ein Verschleiß, es gibt eine Verschmutzungsursache und so weiter und so weiter. Und hier kann man es jetzt schon sehen, da seht ihr das, steht jetzt Fehler 150 drin. So, da steht, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice, der Thermomix schaltet sich automatisch aus. Bitte bestätigen Sie. Zack. Und das war's. Das heißt, euer Gerät ist komplett unbrauchbar. Okay, dann fangen wir mal an. Wir gehen jetzt hier wirklich Schritt für Schritt durch und fangen hier mal mit der kompletten Zerlegen von diesem Thermomix an. Punkt 1. Wir legen los mit dem Mitnehmer hier am Motor. So, das ist diese kleine Motorblume. Da nimmt man Plastikspatel oder einen Löffel und hakt da mal drunter. Nächster Punkt. Ihr fangt hier an, hier vorne am Drehknopf, einmal auch wieder mit dem Plastikspatel drunter haken, abziehen, fertig. Nächster Punkt. Dieses Ding hier vorne, dieser kleine weiße, den müssen wir jetzt auch abdrehen. Da kann man kräftig mit der Hand drauf drehen und dann bekommt man das Ganze ab. Und wenn ihr da schon im Gange seid, nehmt ihr euch gleich mal einen Pinsel und macht mal diese ganze Verdreckung hier weg. Manchmal ist das auch recht hartnäckig. Da muss man ein bisschen mit etwas schärfer dran gehen. Fertig. Dann drehen wir das Gerät jetzt einmal um, öffnen hier die Rückwand und lösen jetzt diese Schraube, diese zwei Schrauben rechts und links, nicht die an der Verriegelung, sondern diese rechts und links. Die schraube ich jetzt mal raus. Diese beiden Schrauben sind zuständig, um den Griff zu halten. Jetzt nehme ich einen Daumen und drücke hier oben. Wieder ein bisschen dichter ran, drücke hier einmal kräftig an der Seite, einmal an der Seite und habe den Griff dann ab. So. Wichtig ist natürlich, ihr denkt bitte dran, Strom ausschalten, ne, weil wir arbeiten hier an einem elektrischen Gerät. So, dann als nächstes schrauben wir diese drei Schrauben hier unten, 1, 2, 3, diese drei Schrauben einmal raus. Die halten jetzt das Innengehäuse. Einmal umdrehen, lassen die drei Schrauben auch rausfallen. Thema erledigt. Als nächstes schraubt ihr jetzt hier an der Seite, befinden sich 6 Schrauben, das sind diese Schmuckschrauben. Die schraubt ihr bitte mal raus. Und zum Rausschrauben braucht ihr im Prinzip einen Torx, T15 ist das. Ne? Das ist dieser Torx-Schraubendreher, T15 braucht ihr dafür. Und das machen wir jetzt hier mal fertig. So, soweit gut. Jetzt sind wir schon mal so weit, dass wir jetzt alle Schrauben raus haben. Dann nehmt ihr euch wieder einen Löffel, Plastikspatel und geht hier zwischen einmal rein und öffnet die Maschine. So, einmal dazwischen mit reingehen, Maschine öffnen, fertig. Dann dreht ihr die Maschine wieder zu euch, zieht jetzt vorsichtig die Frontmaske ab und jetzt wird es ein bisschen tricky bei der ganzen Geschichte. Das erste, was ihr macht, dort hinten befindet sich die Verriegelung. Mal kurz gucken, kann man das sehen. Dort ist der Verriegelungsstecker, dort, da in der Ecke, da. Und den zieht man als erstes ab. Dann nimmt man einen kleinen Schraubenzieher zu und drückt einfach mal diese Stelle, da ist so ein kleiner Haltenagel bei, und zieht das einfach ab. Als nächstes müssen wir jetzt an einen sehr empfindlichen Part ran. Das ist hier das Display. Dort ist das Display, da unten. So, wenn ich jetzt an Display rangehe, nehme ich auch wieder 2 Finger, drücke hier den Stecker und fertig. Da habe ich den Stecker abgezogen. Das ist erstmal alles. Danach könnt ihr die Gehäuseunterschale erstmal beiseite stellen. Das heißt, die Gehäuseunterschale ist ja dieses Stück hier.
Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, stelle ich das auf der Seite. Dann nehmen wir jetzt die Gehäusemaske. Das heißt mit der Verriegelung, mit allem drum und dran. Das ist die Gehäusemaske. Okay, wenn wir das jetzt haben, schrauben wir als nächstes hier rechts und links die beiden Madenschrauben raus. Das ist auch wieder mit dem gleichen T15. Schraube ich das raus. So, rausgeschraubt. Jetzt müssen wir Folgendes noch machen. Jetzt müssen wir einmal die Verriegelungseinheit öffnen. So, das kann man mit einem neuen Voltblock machen zum Beispiel. Ich mache das mit einem separaten Netzteil. Dazu brauche ich jetzt hier die beiden Strippen. Dort, diese beiden Strippen muss ich jetzt nehmen. Einmal schwarz und einmal blau. Und gebe dort eine Betriebsspannung von ungefähr 10 bis 15 Volt drauf. Damit die Verriegelung hier sich öffnet. Mal ganz kurz gucken. Okay. So, Verriegelung ist auf. Konnte man jetzt schön sehen, wie die Verriegelung sich hier geöffnet hat bei der ganzen Geschichte. Jetzt versuche ich euch noch wieder richtig mitzunehmen bei der Aufnahme hier. So, okay. Verriegelung habe ich also aufgemacht. Ich habe hier diese beiden Strippen genommen. Schwarz und blau. Manche ist es rot und weiß. Immer der farbige dabei, das heißt der bunte, ist in der Regel plus. Ja, und der äußere hier ist auch immer der minus. Okay, jetzt habt ihr das gemacht. Jetzt nehmen wir das Ärmchen und drehen das Ärmchen hier vorsichtig raus. Auf beiden Seiten. Ärmchen raus. Jetzt können wir die schwarze Schale anfassen und nehmen die schwarze Verriegelungsschale raus. So, jetzt habe ich hier die Verriegelungsschale. Und jetzt kann man hier schon erkennen an der Verriegelungsschale, hier ist Essen reingelaufen. Da ist klebrig. Und das ist jetzt der Grund, warum hier auf der Maske dieser kleine Deckelsensorschalter hängen geblieben ist. Das heißt, dieser kleine Schalter ist hier an diesem Schmutz hängen geblieben, kleben geblieben und dadurch ist der Fehlercode 449 ausgelöst worden. Und nach dem dritten Mal 449 kommt dann automatisch die Sperrung mit dem Fehlercode 150. So, was machen wir jetzt? Wenn wir das Gerät schon offen haben, fangen wir jetzt hier an mit der Schale. Das heißt, ich lege jetzt hier mal ganz kurz an der Schale los, nehme mir jetzt hier dieses Gummi raus und baue dort auch gleichzeitig ein neues Gummi ein. Diese Gummis haben wir übrigens bei uns im Shop drin. Kann ich euch auch nochmal verlinken. Findet ihr bei uns im Gausterhaus mit drin. Im Gausterhaus Shop. So, jetzt habe ich das Gummi rausgenommen. Ich gehe mal ganz kurz zu meiner Werkzeugkiste und hole mal ein neues Gummi. So, jetzt haben wir hier das neue Gummi. Dieses neue Gummi ziehe ich als allererstes erstmal hier auf diesen kleinen Haltemechanismus wieder rauf. Das heißt auf diesen Verriegelungsbolzen hier, der ja blockiert war. So, jetzt habe ich das da raufgezogen. Kann man schön erkennen. Das ist jetzt das neue Gummi. Ne? Das alte fängt nämlich an zu verschleißen. Es wird hier oben immer dünner, auch immer dünner. Und dann kommt es auch zu dem Fehlercode 149. Wir mal gucken, ob ich das mal ein bisschen noch mal rausdrücken kann. Dann zeige ich euch das auch nochmal. So, hier, das ist das alte Gummi. Da kann man auch sehen, dass hier eine Abnutzung stattfindet. Das heißt, es schert sich hier richtig runter. Und je dünner das wird, desto rissiger wird das Gummi. Und dann kommt es irgendwann zu dem sogenannten Fehlercode. Okay, jetzt nehme ich hier dieses Gummi, was ich jetzt neu gemacht habe. Drücke das Gummi hier jetzt oben rein. Und hier ein bisschen fummelig. Drücke das jetzt noch mit dem Kunststoffspatel ein bisschen nach. So, da kann man oben die Haltenase erkennen. Da sind zwei Führungsnasen, da wird das Gummi reingedrückt. So, jetzt gucke ich mal einmal, wie es vorne ausschaut. Da ist das Gummi jetzt raus. Und jetzt schiebe ich den Rest einfach noch ein bisschen nach, damit das auch wirklich sauber und ordentlich da drin sitzt. So, jetzt kann man sehen, da ist jetzt das neue Gummi eingebaut. Das sieht jetzt vernünftig aus. Gut, dann gibt es hier so eine
weiße Halteklammer. Diese weiße Halteklammer wird dann hier beim Deckelsensorschalter dort unten mit reingeschoben. So, zack. So schaut das Ganze aus. Deckelsensorschalter da mit reingeschoben. Okay, das zu dem Thema. Wenn ihr jetzt schon mal diese Maske abhabt vom Thermomix, empfiehlt sich jetzt eine Sache zu machen. Das heißt, ihr nehmt jetzt mal zum Beispiel ein Lebensmittelsilikonfett. Und wenn ihr das Lebensmittelsilikonfett habt, das nennt sich bei mir OKS 10, 11, 10 heißt das, gehe ich hier einmal in die Buchse rein, in diese kleinen Buchsen. Ich drehe nochmal von vorne, kann man das besser sehen. Hier in die Laufbuchsen und fette das Ganze mal. So, auch hier die Laufbuchse fetten. Weil hat den Vorteil, es kann sich hier denn kein Essen mehr ansammeln, die Arme können nicht mehr verkleben, die Arme können nicht mehr hängen bleiben. Und das gleiche mache ich jetzt hier auch am Deckelsensorschalter. Auch hier mache ich durchaus ein bisschen Fett dran, so, damit das Ganze etwas leichtgängiger ist. Okay, dann haben wir das erledigt. Das nennt sich übrigens OKS. Zeige ich euch mal, OKS 1110. Ja, das kann man eigentlich, ja, überall online finden. Das gibt es in Kleintum, könnt ihr eine Kaffeemaschine gebrauchen, etc. etc. So, jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Ich hatte ja gesagt gehabt, das ist kleben geblieben, weil hier Essen war. Essensreste. Okay, das müssen wir natürlich auch mal entfernen. So, dafür nehme ich meinen Entfetter. Dazu muss ich einmal hier rübergreifen, einmal das Bild huschen. So, einmal das Bild gehuscht. Drehe euch mal wieder einmal richtig hin. Ne? So. Und mache das hier gleich vernünftig sauber, damit hier keine Lebensmittelreste mehr dran hängen. Wenn wir jetzt schon weiter dieses Gerät ja zerlegt haben, können wir auch gleichzeitig noch, hier sieht man das so wunderprächtig, hier oben könnt ihr das erkennen, da ist so weißer Abrieb drauf, das ist Abrieb von den Ärmchen. Auch da gehen wir einfach mit ein bisschen OKS hier oben rauf mit dem Lebensmittelsilikon. Warum Lebensmittel echt? Ist eine ganz einfache Geschichte, damit, falls aus irgendeinem Grunde mal irgendwo was raustreten könnte, damit das, wenn wir das dann zufällig essen sollten oder ins Lebensmittel reinkommt, damit wir da einfach nicht krank werden können. So, da kann man sehen, wie schön sich das Ganze abgesetzt hat. Also, und jetzt machen wir hier wieder Lebensmittelsilikon rum. So. Schön einfetten das Ganze. Gut, das zu dem Thema. Und ich bin zum Beispiel auch ein Freund, weil ich sag mal, wenn ich die Maschine schon auf habe, möchte ich auch ganz gerne hinten die Achse vom Antrieb fetten. Hier, das ist die Antriebsachse für die Verriegelung. Verriegelung kommt als nächstes Video dann nochmal, wie wir die Verriegelung wieder in Stand setzen. Also kommt hier auch ein bisschen OKS ran. Und wenn wir das Ding jetzt schon offen haben, es lohnt sich ja auch wirklich, weil wir wollen ja auch gucken, dass die Maschine lang genug hält, ziehe ich jetzt hier einfach mal die Mechanik ab. So, und auch hier sieht man sofort, dort oben, ja, so, hier sieht man jetzt hier sofort, hier haben wir auch wieder Kunststoffablagerung. Auch da gehe ich rein mit meinem OKS-Fett und fette das Ganze einfach mal nach, auch hier hinten. So, schön fetten, fetten, fetten das Ganze. Und jetzt setze ich die Verriegelungseinheit einfach wieder zusammen. Einmal da einhaken, rechts, einmal links einhaken, fertig. Und schon ist die Verriegelung vernünftig gefettet und vorbereitet für den Einbau. Das ist das Tolle. Also das ist jetzt eine Geschichte, das macht eine ganze Menge aus. Ihr werdet auch hören, dass die Verriegelung leichter geht, dass es alles leiser geworden ist, etc. etc. Also das spielt eine große, große Rolle, wenn man solche Sachen gleich mitverarbeitet. Okay, das ist das, was ihr jetzt zu Hause machen könnt. Das heißt, ihr seid in der Lage, zu Hause im Prinzip die Verriegelungsschale auszubauen. Ihr könnt das Ganze vorbereiten für den Wiedereinbau. Jetzt nehme ich hier den Stecker, den ich vorhin abgezogen habe, stecke den kräftig wieder drauf, bis er einrastet, nehme meine Verriegelungsschale, setze meine Verriegelungsschale ein, das klackt auch einmal, fertig. So. Jetzt müsst ihr noch Folgendes machen. Jetzt muss das Display ausgebaut werden und das muss dann bitte zu mir in die Firma geschickt werden, damit ich euch das Ganze entsperren kann. Ja, das ist nicht weiter schlimm, das liegt beim Kostenpunkt von 79 Euro. Mit der Bestellung oder mit dem Entsperren zusammen könnt ihr auch gleichzeitig auch das passende Gummi bei mir mitbestellen. Befindet sich halt auch bei uns im Online-Shop drin, was ich nachher nochmal verlinke.
Und dann habt ihr ja die Möglichkeit und könnt diesen kompletten Fehler alleine beheben, diesen relativ komplexen Fehler. Ja? So, okay, Schale ist dran. Jetzt kommt wieder die Oberschale drauf. Okay, Oberschale heißt, ich muss jetzt hier unten, direkt mal die Kamera ein bisschen weiter runter. So, wir haben hier den Displaystecker, der muss jetzt wieder rauf. Halt. Gar nicht so einfach, wenn man alles alleine macht hier. Okay, so, also der Displaystecker muss wieder rauf. Da gibt es zwei Möglichkeiten für Leute, die ein bisschen fummeln können. Die können jetzt von der Seite her jetzt den Displaystecker wieder raufstecken und dann einfach die Gehäuseoberschale wieder rauf machen. Oder man baut das ganze Display aus und baut das hinterher wieder ein. So, jetzt ist das soweit fertig. Das heißt, ich habe jetzt mein Gerät gefettet und geschmiert. Nehme jetzt meine Ärmchen und baue die Ärmchen hier wieder ein. Achso, zu den Ärmchen. Guck mal, ganz kurz. Zu den Ärmchen. Hier setze ich auch Essensreste ab. Und auch diese Essensreste können wir auch wunderprächtig auch da wieder für Betriebssicherheit sorgen, wenn wir dort auch wieder mit dem OKS-Fett rangehen. Ich mache das auch nochmal. Ich nehme jetzt mal wieder hier die Ärmchen. So, fette das jetzt auch mal schön nach und baue dann gleich diese Ärmchen hier wieder ein. So, OKS-Fett dran. Zack, erledigt. Anderes Ärmchen genauso. So. Anderes Ärmchen hier schön einfetten. Und wenn man das zum Beispiel nicht macht und sich da viel Lebensmittelreste ansammeln, kommt es auch zu Knacken bei den Ärmchen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dann knackt das richtig. So, Ärmchen sind eingebaut. Maschine ist vom Prinzip her jetzt funktionsbereit. Jetzt mache ich noch eine Geschichte. Ich nehme jetzt hinten noch die Madenschrauben und schraube zusätzlich hinten noch die Madenschrauben wieder in das Gerät hinein. Das heißt, dort und dort, wo die Verriegelung ist, kommen jetzt die kleinen Madenschrauben wieder rein. Das sind diese beiden. Seht ihr das? Diese beiden Madenschrauben. Manchmal geht das ein bisschen schwer. Dann drehe ich den Arm in das Gerät hinein und verschraube dann die Ärmchen. So, fertig. Jetzt schalte ich das Gerät wieder an. Ich habe das ja vorbereitet. Bei euch wäre jetzt der Punkt, ihr wäret jetzt zum Beispiel so weit, dass ihr jetzt im Prinzip von mir das Display zurückbekommen habt, entsperrt, was ich jetzt gleich machen werde. Ich werde jetzt mal gleich das Display hier entsperren. So, Verriegelung ist abgegangen, das hat man gehört. Jetzt steht hier unten immer noch die Fehlermeldung drin. Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten. Ich habe jetzt mit einem Befehl jetzt die Maschine entsperrt. So, hier seht ihr, den Mixstoff bitte, der Mixstoff ist nicht richtig eingesetzt. Bitte bringen Sie ihn in die richtige Position. Mein Gott, nee. So, weiter. Fertig. Jetzt mache ich den Topf mal wieder rein. Topf rein. Drehknopf mache ich mal rauf und siehe da, Maschine funktioniert wieder einwandfrei. So, jetzt mache ich Maschine aus. Verriegelung öffnet sich. Deckelsensor läuft auch sauber und ordentlich, bleibt also auch nicht hängen. Das war jetzt der Fehlerbehebung von dem C150-Fehler. Ja, das ist eine schöne Geschichte und ihr könnt auch da auch wirklich richtig Geld sparen, indem ihr das Display ausbaut, das Display zu mir schickt. Dann bekommt ihr dazu, wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch bestellen. Bestellt ihr gleich so einen Deckelsensor mit hier, so einen Deckelsensor-Gummi. Und wenn es noch nötig tut, kann man auch so einen Sensorschalter, der hinten sich drin befindet, noch mit bestellen. In der Regel muss man das nicht, weil meistens funktioniert das einwandfrei. Ja, das zum Thema C150-Fehler. Im Selbstversuch für euch
Also mehr Geld könnt ihr nicht sparen. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ihr müsst nicht gleich die teure Reparatur machen, sondern es gibt die Möglichkeit, halt nur das Display auszubauen, den Deckelsensor bei mir gleich mitzubestellen. Der macht dir genau diese Servicetätigkeiten und dann ist das Thema durch. Und das spart ihr also weit über 100 Euro. Ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich finde das gut. Und mit der Anleitung sollte es ganz gut klappen, denke ich. Ja, jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen. Das heißt, genauso wie wir das auseinandergebaut haben, umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, wir setzen den Griff oben ein, wir schrauben hinten die zwei langen Schrauben rein, machen hier oben die Motorblume wieder zu mit dem kleinen Ring hier. Es wird einfach raufgesetzt da und ein bisschen runtergedrückt. Dann rastet das einmal. Dann machen wir auf dem Drehknopf, kommt der weiße Ring noch drauf. Zack. Fertig. Und die Maschine ist soweit vom Service her in Ordnung. Ja, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Wenn euch das nicht zutraut, könnt ihr mir auch die Maschine schicken. Das Ganze liegt dann bei 160 Euro, so ein Service komplett. Wobei wir dann auch noch die Waage überarbeiten, wobei wir dann auch noch den Drehknopf überarbeiten, wo wir dann auch noch an der Mechanik her, der Verriegelung noch ein bisschen was machen. Das heißt, wir werden dann insgesamt 6 Fehler noch zusätzlich mitbeheben. Das ist dann so halt das, was wir aus den 7 Jahren Thermomix-Reparatur hier jetzt mitgenommen haben. Und das lassen wir in jede Maschine einfließen, dass die Maschinen wirklich technisch einwandfrei laufen und damit ihr so viel Vergnügen wie möglich auch habt. Ich finde es auch zum Beispiel ganz toll, wenn Frauen sich daran trauen, das mag ich auch, also ich finde das ganz klasse. Es gibt diverse Frauen, die sagen, okay, ich will da einfach mal ran, der Gauster hat mir das erklärt, warum nicht, das bekomme ich hin. Also kein Thema, das sollte klappen. Gut, das zu diesem Video. Als nächstes Video kommt es dann zum C142, C153 Fehler, wie man das Ganze beheben kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und alles Gute. Toi, toi, toi und abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und wie gesagt, Teile findet man im Onlineshop bei mir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.